Und wie bereits gesehen, der HSV hat natürlich auch die eine oder andere Legende hervorgebracht. Einer davon ist Flankengott Manny Kals oder auch Erfinder der Bananenflanke. Herr Kals, was ist der HSV für Sie? Warum muss man HSV-Fan sein? Ja, Hamburg ist die Nummer 1 im Norden nach wie vor. Und ich habe 20 Jahre für diesen Verein gespielt. Es war schon ein paar Jahre her, aber nach wie vor hängt unser Herz am HSV. Und wir sind auch so oft, wie es geht, hier im Stadion, um die Spiele zu besuchen. Und wenn Sie an den vermeintlich Kleinen denken, jetzt spielt in Hamburg oder jetzt hat Hamburg zwei Bundesliga-Vereine das erste Mal. Was bedeutet das für Sie? Was empfinden Sie da? Mensch, der kleine St. Pauli auch wieder da? Ja, wir haben früher auch gegen St. Pauli gespielt. Das waren immer reizvolle Spiele, tolle Duelle, Stadtduelle. Und ich finde das gut, dass St. Pauli wieder aufgestiegen ist. Sie haben sich sehr gut entwickelt, die ganze Mannschaft, der ganze Verein. Sie bauen ein neues Stadion und schön, dass es wieder zwei Derbys gibt. Und der HSV hat aber natürlich andere Ambitionen. Er möchte international spielen, er möchte auch mal deutscher Meister werden. Warum hat es die letzten Jahre nicht geklappt und was muss gemacht werden? Wie kommt man jetzt wieder auf den richtigen Weg? Ja gut, der HSV hat eine schlechte Saison gespielt letztes Jahr. Sie sind nicht im Europapokal, das hat auch ein bisschen Geld gekostet. Das muss das Ziel sein, dieses Jahr europäisch zu spielen, das ist ganz klar. Aber in erster Linie sollte man die Hausaufgaben machen. Man muss mal wieder Pokalsieger oder Meister werden, ja, in Deutschland, in der Bundesliga. Und dann wieder international denken, nicht umgekehrt. Für den Standort Hamburg, für die Stadt. Sie haben, kennen diesen Verein extrem gut, ganz lange hier gespielt, haben Sie selbst gesagt. Wie empfinden Sie das immer so? Wie nimmt die Stadt den Hamburger Sportverein hier wahr? Ist das immer der Große, das Aushängeschild? Ja klar, ist es das Aushängeschild. Ist ja sogar Handball noch dazu gekommen. Handball, die haben auch sehr gut gespielt, die haben eine sehr gute Saison gespielt und sind auch sehr erfolgreich. Klar, der HSV ist hier Tagesgespräch. Ja, das sieht man allein schon am Stadion, was gebaut worden ist vor ein paar Jahren. Und da dreht sich alles um Fußball hier. Und wir haben hier eine tolle Atmosphäre im Stadion, die Leute sind begeistert und es ist schon fast kein Spiel mehr, schon jedes Mal ein Event. Und wir haben auch ein Eventpublikum gekriegt in Hamburg, aber gut, deswegen, St. Pauli ist gut, dass Sie dabei sind, das ist noch eine andere Stimmung, andere Atmosphäre. Aber wie gesagt, der HSV ist hier platzhirsch und das auch zu Recht. Und die Prognose für nächstes Jahr oder für die nächste Saison? Ja, ich hoffe, dass Sie eine gute Saison spielen, dass noch die Mannschaft verstärkt, gezielt verstärkt wird. Sie sind ja gerade dabei und dass Sie zumindest... ja, zwischen Platz 3 und 6 mitspielen können. Danke. Platz 3 wäre schon ein großer Erfolg. Und ja, Champions League Quali. Das wäre Champions League Quali. Das wird sehr schwer werden, aber zwischen Platz 3 und 6 werden sie wieder mitspielen. Danke, Manny Kals.